Und zwar habe ich wieder was mitgebracht. Hier diesen Ornithologen Remote Control ferngesteuerter Dingens. Werden wir es mal auspacken. Schon komplett alles schon hier drin. Und was haben wir noch dazu hier? Einmal eine Anleitung. Komplett alles auf Chinesisch. Ja, und hier nochmal eine Schnellstartanleitung. Muss Batterien einlegen. Die Fernbedienung. Zweimal AAA-Batterien, also die ganz kleineren zwei Stück. Schon, habe ich mich zu Hause schon gemacht. Hier zwei Stück, wunderbar. Und dann drückt man hier drauf. Länger drücken, genau. Und hat dann hier so ein rotes Lämpchen. Hier wahrscheinlich geht es rauf, runter, links, rechts. Und hier habe ich einen Kreis, eine 8. Nochmal ein Kreis, hier eine 8. 0. Kann man wahrscheinlich hin und her fliegen lassen. Ja. Das ganze Teil ist schon komplett fertig, muss nichts weiter machen. Mit kleinen Schwänzchen hinten dran. Hier ist ein Magnetschalter. Und ich muss das Ganze mit einem Akku bestücken. Hier drin ist er. Ich mache den mal raus, weil den habe ich jetzt nicht aufgeladen gehabt. Pack den hier rein. Habe so ein USB-Ladegerät mit dazu. Und steckt das Ganze rein hier. Hab dann eine Lampe, die aufleuchtet und grün, komplett grün ist das Ganze fertig. So, dann stecke ich das jetzt hier hinten rein. Und das war's hier auf dem Mars. Fernbedienung ist an. Und so, und jetzt wird es ein bisschen biepselig. Hier bei den Signallämpchen. Das heißt, jetzt brennt es blau. Ah, hier Start, Stopp. Okay, also, das ist der Startdingens. Und wir lassen es einfach mal fliegen, was passiert. Es ist das Coole. Seine Frequenz hier fliegt. Ein bisschen Gegenwind, das heißt, hat ein bisschen Mühe hier. Hier fliegt er schneller. Hier fliegt er nach unten. So nach links. Ja, das ist richtig klasse, das Teil. Wie gesagt, er dürfte keinen Wind haben hier. Ich habe mich zurückkriegt und also weiter vorfliegen hier. Mehr Power nimmt an Höhe und so geht er runter hier. Ja, wie gesagt, nichts für Wind. Schon wieder herfliegen hier. Macht das hier eine Figur, einen Kreis hier wahrscheinlich, genau. Lassen will weiter runterfliegen. Das heißt, wenn er runterfliegt, dauert man Menschen, gibt er einfach, fängt er an zu segeln. Sehr cool, also das muss ich sagen. Tolles Gerät, besser als Libelle. So. Runterfliegen hier. Wenn er unten ist, sofort ausgehen und alles gut. Also, ja, wie gesagt, richtig cool. Also hier drückt man voll drauf, das Ding fängt an zu fliegen. Rauf, runter, links, rechts. Und hier kann man so verschiedene Figuren machen. Und ziemlich cool, wir lassen es nochmal fliegen hier. Hier hinten habe ich gelb, wahrscheinlich ob der Akku jetzt langsam zur Neige geht. So, das war ein K.
3, ist eine 8 fliegen lassen. Haben wir es drücken hier, es fliegt noch eine 8. Wieder eine 8. Kommt hergeflogen. So. Und rausgehen. So, ich habe jetzt hier blau-grün. Ich denke mal, vielleicht geht es wirklich noch. Und jetzt geht es ein bisschen Wind. Oh, jetzt ist der Schwanz. Baum hier. So segelt er abwärts. Und eventuell ist er jetzt sogar ausgegangen. Also ich bin wirklich sehr, sehr überrascht. Jetzt hier mein Fazit, wirklich cooles Teil, fliegt richtig spannend hier. Wie gesagt, man darf keinen Wind haben hier. Und ein bisschen in der Nähe fliegen lassen hier. Was sieht hier? Da gibt es viel Wind, so viel Strömungsabriss hier. Juhu! Sehr nice. Perfekt. Wie gesagt, Gas geht da von alleine, man muss nichts machen hier. Und jetzt Wind hier. Gib ich ein bisschen Gas, dass ein bisschen höher kommt, dass ein bisschen Herz zu mir kommt. Und er fliegt, wie gesagt, automatisch in eine Richtung. Her. Steht fast in der Luft hier. Der Auftrieb hier. So, Top-Produkt, muss ich sagen, Top-Produkt. Top-Produkt. Also, okay, super Sache hier. Hab ich nicht gedacht, fliegt richtig, richtig schön hier. Vor allem, was witzig ist, man braucht sich nicht ums Gas geben zu kümmern, sondern nach oben beschleunigter, nach hinten. Also ich bin einfach nur begeistert. Ja, hier die Lampe blinkt jetzt hin und her. Ich weiß nicht, ob das jetzt Unterspannung ist. Ich bin jetzt mir nicht ganz so sicher, aber mal lachen lassen sie mal sein. Und ja, also Daumen hoch, die es gibt, alle Daumen hoch, die ich habe. Und kann man wirklich richtig empfehlen. Fliegt richtig gut, wirklich. Ja, null Wind, ne? Ganz wichtig, wie gesagt, wenn es dann Wind und böt und stürmt, dann bringt das Ganze alles nichts. Okay, noch ein kleines Viertelchen machen, ja. Hab ich echt nicht gedacht, dass es so gut fliegt hier aus dem Karton raus. Gut, wir beenden das Ganze. Noch geflogen hier. Ciao dann, bis zum nächsten Mal.